Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit Quatsch mit Soße. Wir haben heute ja wieder ein paar Fragen zu beantworten, liebe Felixa. Deswegen haben wir uns Dead by Daylight ausgesucht. Da kann man ja schön quatschen und müssen viel nachdenken. Und wer sich wundern sollte, ja, ich nehme jetzt auch auf. Hallo. Hallöchen, Felixa. Hi. Also, ab heute große Neuerung, ja? Ihr könnt die Folgen parallel bei uns beiden schauen. Ja. Also ihr könnt da richtig abgehen darauf. Ihr könnt analysieren, wer was wie falsch gemacht hat und fertig machen. Genau, genau, das könnt ihr tun. Also auf dem Sachsen seinen Kanal könnt ihr fertig machen und bei mir wird nur die guten Kommentare. Ja, mich haten und sie fördern. Genau, so sieht's aus. Support ist kein Mord, habe ich letztens gelernt. Ja, und jedes Däumchen ist ein Träumchen. Boah, das ist schon richtig eklig eigentlich. Ja, wir sind zurück bei Labarababa. Oder Quatsch mit Soße. Oder Quatsch mit Soße, genau. Und ja, die größte Neuerung ist eigentlich wirklich, dass du ab jetzt auch aufnimmst. Ja. Also, da freue ich mich persönlich sehr drüber. Denn, das heißt, ich kann auch beim Sachse mal gucken, was der so für Scheiße macht, wenn er da rumschreit überall. Du bist fresh. Naja, es ist ja manchmal so, ich bin meilenweit weg und höre dich immer nur schreien. Na, wenn ich nur verfolgt werde. Oh, du Armer. Ja, und dann zeigen die Leute auf meinen Spind. Das werde ich nie vergessen. Und eine neue Neuerung. Ich weiß nicht warum, aber auf einmal geht bei mir Dead by Daylight wieder. Mein alter Spielstand ist... Sagst du? Doch scheiße, aber... Ja. Du warst kurz weg. Ach so. Soll ich nochmal anfangen? Nee. Ja, mein Spielstand ist wieder da, ich bin jetzt Level 18. Ich kreise es ja, hier euch mal ein hier. Ja. Wuhu, ich hab hier Perks. Freu. Ja. Ich drück bereit. So. Warte mal, kann ich was machen? Nö. Okay, da drück ich auch mal bereit. Wir denken, wir machen es wie üblich, wenn die Runde startet. Beginnen wir mit den Fragen. Es sind noch einiges, ich habe jetzt nicht gezählt. Ich wollte jetzt ganz cool sagen, wie viele Fragen. Eins, zwei, drei, viele, genau. Die letzte Frage, die wir in der letzten Folge hatten, war ja das mit den langen Autofahrten, wie wir uns wach halten. Und das ist natürlich Singen, das haben wir ja schon festgehalten. Und Singen und lustige Spiele. Ja. Sachse? Ja? Warum bist du jetzt wieder gegangen? Vom Server getrennt. Du wurdest von... Weil ein Fehler bei der Validierung des Hostcodes. Ja, ja. Hör bitte auf, Englisch zu reden. Ich lade dich nochmal ein. Mein Englisch ist very perfect. Ich lade dich nochmal ein, warte. Warum bin ich denn jetzt rausgeflogen? Weil der, wegen Anti-Cheat-Code ist der rausgeflogen. Der Killer. Nein, du nicht, aber der Killer. Achso, ich dachte schon, ich bin jetzt wegen Cheaten rausgeflogen. Ja, das auch. Na, das war ja super. Ja, schon gut los. Das war kein guter Start. Bereit. Warum hast denn du so einen Totenkopf über dir? Hä? Bei mir ist ein Totenkopf über dir. Du willst jetzt bloß, dass alle meine Zuschauer auf deinen Kanal rübergehen und bei dir gucken. Nein. Das gibt's nur auf meinem Kanal. Ah? Jetzt waren wir beide drei schnell. Du bist mit drei Claudettes unterwegs und das sind Zwillinge, die beiden Mädels. Das war ich. Egoist. Ja, und da nahtlos gegen das Schweinspiel. Nahtlos schließt sich dann die nächste Frage an. Ich lese vor, ja? Wenn ihr gemeinsam unterwegs seid, Gamescom etc., nehmt ihr dann ein Zimmer oder mehrere? Wie kann man sich das bei euch vorstellen? Was macht ihr dann so, mal abgesehen von dem Event? Und wie verläuft so ein Tag bei euch? Nehmt ihr euch ein Zimmer, ey? Wir nehmen eine ganze Suite. Ja, wir nehmen immer die Luxus-Suite von unserem YouTube-Money. Ja, die Millionen müssen ja irgendwo verplempert werden. Nee, also tatsächlich ist es so, also jetzt mal, also ich denke, wir kommen dann größtenteils auf die Gamescom zu sprechen, aber bei der Comic-Con in München war es so, dass der Sachs halt einfach bei mir geschlafen hat. Ja. Ganz schlicht und ergreifend, also da haben wir uns auch kein Hotel gegönnt. Oh nein, es ist der Saw-Killer.
Wir stoppen alle drei zusammen. Hä? Und wo bin ich? Ganz alleine. Toll. Ach nee, da seid ihr. Das ist so... Alter, das ruckelt ja gar nicht mehr. Ja, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, der Sachse hat nämlich einen neuen Rechner. Deswegen nimmt er jetzt auch auf. Wir sind hier voll die... Wir haben unsere YouTube-Millionen jetzt gut angelegt. Bist du schon am Generator? Ich bin schon am Generator, ja. Ja, ich komme mal mit ran. Ach, und da. Also, das ist... Wert nicht mehr, also das ist ja ein Unterschied zwischen da und da. Und vor allen Dingen, das mit den Checkpoints klappt jetzt viel besser. Ja. Wir sollten eigentlich Fragen beantworten. Die kommt. Aua, fast getroffen. Boah, wie sie sich angeschlichen hat, die dumme Kuh. Ich weiß nicht, wo sie ist. Oh, da. Aua, die ist bei mir. Ja, ich hab's gesehen, ich war direkt daneben. ja, genau. Also da haben wir tatsächlich ein Zimmer zusammen. Also beziehungsweise ein Zimmer zusammen. Wir haben einfach bei mir gepennt. Und ansonsten Gamescom, wir nehmen ein Hotelzimmer jetzt zusammen. Hat sie mich. Ja, wir sind da sparsam. Ah, oh, die bringt. Ah ne, die. Eine Falle. Ich dachte schon, die bringt mich jetzt um. Ja, weil es halt einfach, also ich meine, gerade Köln während der Gamescom-Zeit ist sauteuer. Seien wir doch mal ganz realistisch. Und wir sind ja Geschwister, da geht das. Ja, und ich ertrag das schon. Mein Schnorcher. Das Schlimme ist, dass der Sachse, der schnarcht ja nicht nur, sondern der Sachse, der ist nämlich, der bewegt sich viel beim Schlafen, sag ich mal. Ist immer noch bei mir. Okay. Der bewegt sich also, immer mehr jetzt so. Außerordentlich viel beim Schlafen. Und der robbt eigentlich im Grunde genommen durchs komplette Zimmer. Ja, also es ist dann, wenn man irgendwo... Die ganze Zeit rennt die hier bei mir kreise. Ich seh's. Okay. Es ist halt wirklich so, man muss dann, wenn man irgendwann mal wach wird, muss jetzt man dann... Weg. Und mal auf Klo muss oder so, muss man erstmal über den Sachse drüber weg. Ist er weg. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg, Mann. Hopp. Sterbe. Ich hätte dich gleich hier geheilt, aber gut. Ist ein Stück schon weg. Du musst ja eh dann erstmal das Ding suchen, ne? Was passiert denn, wenn, ne? Dann reißt du den Kopf ab. Du hast doch Sauer gesehen. Ja, aber... Ja, du musst jetzt... Ja, die kommt. Ja, ich halte dich auch schnell fertig. Du musst die Dinger suchen, die Kisten. Und dann versuchen, ob dort der richtige Schlüssel drin ist. Du war ja hinten, glaube ich. Hier ist auch einer. Da. Ich bin... Achso, ich dachte, du rennst mir hinterher. Alter, das Ding piept. Ja, ja. Ach, sind das die Dinger, die es mir anzeigt hier? Ja, genau. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich sehe sie gerade nicht. Aua. Scheiße, ich sehe sie nicht. Genau, die Dinger zeigt es dir an, ja. Makabre Suche. Ich hab aber das, ich muss sagen, irgendwie leckt das Druck ganz schön bei. Ich hab's, bis jetzt hatte ich noch nie so eine Falle auf dem Kopf. Tatsächlich. Genau, also sonst, wie stellt man sich das vor? Also wir setzen uns halt ins Auto. Wir sind notorische Autofahrer, was das betrifft. Makabre Suche. Verbringen ganz viel Zeit damit, sinnlos zu quatschen und zu singen. Kommen dann an, dann geht's ins Hotel. Dann wird ein bisschen dumm gequatscht. Na, sagst du? Ja. Du bist gleich tot, kann das sein? Ja, ich hab jetzt auch hier noch die letzte. Ich weiß ja nicht, ob ich dir dabei helfen kann, das Ding runterzukriegen. Ich glaube aber bald nicht. Genau. Dann machen wir meistens noch ein bisschen Sightseeing. Und ja. Ansonsten. Ach, guten Tag. Ist da nicht viel, oder, sagst du? Nee.
Ja, beziehungsweise also, wir tun ein bisschen die Stadt und sichern. Und wenn es mit dem Harvey ist. Dann ein bisschen ein paar Leute ärgern. Ja, also wir sind dann halt echt, wir sind eigentlich so die typischen Touris, die sich dann erstmal die Stadt angucken und im Anschluss dann halt sich seelisch-moralisch auf das vorbereiten, was da so kommt. Und ja. Phoenixa läuft immer so gerne. Ja, Phoenixa läuft besonders gern. Deswegen. Mit ihr Bruder hat's gerne mal ein paar Kilometer durch Köln. Ja, genau. Ja, und ansonsten, wir quatschen halt viel Mist nebenbei. Also wir machen halt einfach viel Blödsinn. Ja. Und sind am Dauerlachen eigentlich. Oh, scheiße, Mann. Shit. Ich kriege ihn nicht runter, solange die hier rumrennt. Fuck. Ja, jetzt ist er hinter mir her. Ja. Schluck. Wir machen halt also wirklich viele Dummheiten. Rennen durch die Gegend und eigentlich ist für uns aber wirklich dann das Haupt. Ich muss euch für die nächste Folge dringend die Musik runter, also für die nächste Runde die Musik runterdrehen. Das ist viel zu laut. Was wollte ich jetzt sagen? Sachse. Ja, ansonsten, also Hauptaugenmerk ist eigentlich immer die Veranstaltung selbst. Ja. Hey, wir tun noch gerne mal was anschauen. Wollen noch gerne mal ein Souvenir für unser liebes Tanschen und da. Postkarten sind wir eigentlich schon mal ein bisschen faul. Ja. Na, die muss man ja auch noch schreiben. Oh shit, ey. Die ist aber auch überall. Ich finde keinen Generator mehr. Hier ist einer, aber die ist, rennt immer hier rum. Dort bei dem QWERTY, der jetzt gerade liegt. Ja. Jetzt hat es ihn hochgenommen. Ich mach den jetzt fertig, ist mir jetzt egal. Ach, guten Tag. Hi. Ah, hier drüben ist auch noch einer, der ist aber schon angefangen, ja. Der läuft schon fast. Ich weiß noch nicht, ob wir sie erstmal runterholen. Das ist das Gescheitste. Ja, ich renn mal hin. Komm mit. Okay, sie will nicht gleich geheilt werden. Sie hat aber einen Erste-Hilfe-Koffer mit. Oh, die liegt schon. Und die hat sie schon wieder. Ja, die campt doch. Na, direkt campen kannst du es ohne den Sauchen ein Stück ab. Sachse. Ja, natürlich, auf mich. Ist klar. Ja, schön. Entschuldigung. Punkte für Ablenkungsmanöver. Was wünscht man sich denn mehr? Holt sie Kannst runter. Du weg von dir? Ja. Aber sie kommt zurück. Sie rennt nicht hinter mir her. Habt ihr sie? Nee, die hat mich gerade. Die andere ist tot. Renn mal nicht so in meine Richtung dann, ne? Ist sie noch hinter dir her? Ja. Scheiße. Ich ärgere sie gerade, schade. Das sehe ich, wie du sie ärgerst. Ja, ansonsten, also wir sind halt wirklich immer sehr gehypt auf die Veranstaltung, sodass da gar nicht viel Zeit ist für andere Dinge. Sagt der wickelt hier an. Ohnesgleichen. Oh, trotzdem hat sie mich jetzt am Haken. Wird er an demselben wie die andere? Nee, der ist ja weg. Oh, die kommt schon wieder. Wo hängst du denn da? Okay, die ist hinter mir. Ich hoffe, die holt dich runter, die andere. Nee, die andere sitzt da und guckt. Scheiße, die hat aber von mir abgelassen. Ja, die ist wieder bei mir.
Na gut, wenn ich sterbe, können wir damit in den nächsten Folgen weitermachen. Ja, genau. Aber ich will noch ein paar Punkte mitnehmen. Okay, warte. Ich komme. Hat die andere angehittet. Ja, ich komme. Aber Schliff, die kommt gleich wieder zurück. Ich konnte mich leider nicht fertig hellen. Da hält dich erstmal fertig. Aber du bist gleich tot. Ja, das geht schon noch. Okay. Weg hier. Ich würde mich gerne erstmal fertig heilen irgendwo dann. Die andere ist auch schon tot? Ja. Sagst du, kannst du dich selber heilen? Nee. Okay. Ich heile mich schnell und such dich dann. Ich bin hinten bei der Hütte. Ja, ich seh's. Ich seh dich ja. Na, ich seh dich schon. Ich bin auf dem Weg. Du hingst ja noch gar nicht noch. Nee. Ach, und was wir aber auch gerne machen, wenn wir unterwegs sind, ist essen gehen. Oh ja. Das machen wir sehr gerne. Und am liebsten Pizza. Ja. Wir waren. Also Gamescom. Bei Gamescom wollen wir ausschließlich Pizza essen. Ja. Ah, die kommt schon wieder. Oh Gott, Entschuldigung, die hat mich voll erschreckt. Oh, ich hoffe, ich renne jetzt nicht in deine Richtung versehentlich. Aber. Ich seh dich. Schön. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich bin so doof. Oh nein, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Scheiße. Hier drin ist ja der Generator, wo man noch nicht rauskommt dann. Wenn er nicht gemacht ist. Ah, Keller. Sagst du, such die Falltür. Soll ich's probieren? Nee, ich konnte schon. Bist du dir sicher? Ich kann es auch probieren. Ja. Nee. Ich glaube, ich hätte aber jetzt gute Chancen. Die rennt weg von dir. Ja. Also ich habe keinen Herzschlag. Ja, die ist so warm aus. Soll ich noch hätte ich die Chance zu probieren? Soll ich? Nee, warte. Okay. Ich muss ein bisschen gucken, wo die ist. Geht's denn runter? Ach ja. Hättest du mich vorne wegrennen lassen? Ach, hier kommt man wieder nicht raus. Herzschlag, Herzschlag, oh Gott. Sagst du, such die Falltür. Die kommt rein, die kommt rein. Ach scheiße, die hat mich. Ja, der Schrank kommt. Ich hab keine andere Chance. Kriegst du weg. Ja. Lass mich! Ich will nicht mit in dein Rendezvous. Ach, du bist ja gleich tot, ne? Ja. Liebe Felixa, Dresden, Leipzig oder Chemnitz? Chemnitz. Ja, Chemnitz. Berlin oder München, liebe Felixa? Was sind das für Fragen, sag mal? Berlin oder München? Ich finde, ich wohne ja in der Nähe von München, deswegen nehme ich natürlich München. Wobei Berlin ist auch ohne schöne Stadt. Berlin ist cool, aber ich will nicht nach Berlin. Hey, schlacht ihn, ne? Ich muss jetzt, bevor wir in die nächste Runde gehen, auf jeden Fall erstmal die Lautstärke runterregulieren.
Weil dieses, dieses Spiel ist so unfassbar laut heute. Und, Königstar, was ist dein Lieblingsdinosaurier? Warte mal, lass mich erstmal. Was hast du jetzt gesagt? Berlin oder München? Na, ich hab gesagt Berlin. Ah, okay. So, ich habe jetzt erstmal die Musik. Ich muss sie noch weiter runter. Dieses Spiel, das kann sich immer nicht entscheiden, wie laut es sein will. Was? Lieblingsdinosaurier? Ich wollte ja, ich mochte ja immer die Velociraptoren. Ja? Die ja. Velos. Und jetzt spiele ich ja Jurassic World und muss sagen, die sind so nervig. Und deswegen nehme ich jetzt, weiß nicht, wie heißt denn der Dinosaurier, der jetzt Jojo seinen Namen trägt? Der so das, der am Hinterkopf so aufstellt und dann spuckt. Ach hier der, ja, ich weiß, was du meinst. Bei Jurassic World, Jurassic Park, bei den ersten Teil hat er auch mitgespielt. Genau, genau, wo der den Typen, der da runtergerutscht ist, dann anspuckt. Ja. Ja, den finde ich gut. Und du sagst ja? Ja. Na, welchen Dinosaurier? Also, mein Lieblingsdinosaurier ist, bleibt, ist und bleibt der Venociraptor. Der wer? Einfach weiß ich. Venociraptor. Ah, okay. Meistens intelligente, hübsche Tiere. Ja, aber die sind furchtbar nervig, wenn du die bei Jurassic World hast. Ja, spiel das Bier, ne? Hast du mir nicht geschenkt. Ja, aber. Kostet ja ab 50 Euro. Oder so. Ja, die hast du doch immer übrig. Nee. Mit deinem YouTube-Manny. Mhm. Genau. Ja, gut. Also, ja, die Velos, die gefallen mir halt auch, aber die sind halt furchtbar anstrengend. Kommen wir zur nächsten Runde. Beziehungen haben wir das Ganze als Überthematik genannt. Ist aber schon Frage 19. Seid ihr homosexuell, hetero oder bi? Na, sag's. Aber natürlich bin ich hetero. Du bist natürlich alles, ne? Ja. Bikuschlig. Du bist unmöglich. Was denn? Ist doch schön. Bisschen bikuschlig. Lieber bi als nie. Sag's. Ich rede nicht mehr mit dir. Achso. Nee, also ich bin auch hetero. Hoffen wir. Ja, man munkelt noch. Ja. Frage schnell beantwortet, ja. Also. Ist aber eigentlich völlig egal, welche Sexualität man hat, oder? Ja. Also meiner Meinung nach. Und passend dazu heißt unser Mitspieler Deckenbezug hat sich gleich verkrümelt. Bist du immer bereit, Saxa? Aber na klar. Ja, also ich finde, es ist völlig unerheblich für jeden, welche Sexualität man hat. Aber weil der Robert das natürlich unbedingt wissen möchte, wir sind beide hetero. Ich denke, wir wollten es sagen von wem was ist. Ja, das weiß doch jeder, dass solche Fragen nur vom Robert kommen können. Ich hätte jetzt gedacht von Jojo. Nee. Okay, nächste Frage. Habt ihr schon mal eine Beziehung, egal welcher Art, zu jemandem beendet? Wenn ja, wie und aus welchen Gründen? Für nächstes Mal fang du mal an. Puh, ja, puh, wie viel Zeit habt ihr denn? Nee, natürlich, also ich meine, ich bin 31 Jahre alt, ja. Ich habe natürlich schon Beziehungen beendet. Beziehungen wurden beendet, also sei es jetzt Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen. Kommt immer ein bisschen drauf an, dass auf das Wie, aus welchen Gründen, ist schwierig. Also Beziehungen sind meistens dann einfach der Punkt, wo man merkt, okay, man entwickelt sich in unterschiedliche Richtungen. Man möchte unterschiedliche Dinge. Oder man ist halt einfach auf einem anderen Level, sag ich mal. Also Verliebtheitslevel. Und dann natürlich ist es immer nur fair zu sagen, hey, pass auf, so ist nicht. Ja, so geht's halt nicht. Und ich muss sagen, als Liebesbeziehung habe ich, glaube ich, immer persönlich beendet. Ich wüsste jetzt so spontan nicht, ob ich mal jemanden, nee, per SMS, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir immer persönlich alles geklärt. Und halt alles wie erwachsene Menschen. Freundschaften beenden ist immer ein Ticken schwieriger, weil sich da ja Gründe ansammeln. Ja, also man ist ja mit jemandem befreundet, über vielleicht einen längeren Zeitraum, und man merkt halt irgendwann, dass diese Person einem nicht gut tut. Oder dass man sich gezwungen sieht, diese Person zu treffen.
Also mir ging es zumindest so, ich bin dann nach München gezogen, das ist jetzt 4 Jahre her. Und ich habe dann festgestellt, dass doch einige von den alten Freunden, jedes Mal, wenn ich dann zu Hause war, es war eine Art Zwang, diese Freunde besuchen zu müssen, weil die sonst sauer waren und weil man sonst sich dann wochenlang anhören durfte, ja, du bist ja gar keine gute Freundin. Und halt einfach, wenn so eine Freundschaft zu einem Zwang verkommt und zu Dann hat es einem, keinen Zweck mehr. richtig, und wenn man sich dann mit den Leuten trifft und man sich danach grundsätzlich scheiße fühlt, dann bringt das nicht viel, dann hat das nicht viel mit Freundschaft zu tun. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, dann kann ich mich danach nicht scheiße fühlen. Das heißt, wenn man schon keine Lust hat, dann hinzugehen. Richtig, richtig. Und es ist halt so, also da bin, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein Arschloch, was sowas betrifft und beende dann auch rigoros und nicht auf die feine Tour, sage ich so, wie es ist. Aber jetzt nur mal als Beispiel gesprochen, ja, ich nenne jetzt auch keine Namen oder nichts, aber ich weiß auch von anderen, dass es doch immer mal wieder passiert, auch bei anderen Leuten, dass man einfach, man ist befreundet. Und in meinem Fall war es dann so, ich bin nach München gegangen, ganz alleine, ich kannte hier unten niemanden, habe eine völlig neue Stelle angefangen, bin nicht unbedingt der größte Bayern-Fan, sorry, liebe Anne, aber Bayern ist jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl gewesen. Bayern gehört zu Österreich, Ja, genau. da. Und es ist dann halt so, man kommt dann halt nach Hause, trifft sich mit seinen Freunden und ich habe Freunde, die halt dann wirklich mich angeguckt haben und gesagt haben, oh, Mäuschen, was denn du ist, ja? Oder die mich einfach mal anrufen. Oder ich habe eine beste Freundin bis heute auch aus Sachsen, die dann halt einfach sagt, oh komm, ich komme dich besuchen. Ja, ich bin einfach da. Und ich habe aber Freundschaften zu Menschen beendet, die dann wirklich immer nur so, ja, wir haben gedacht, du kommst öfter. Wir haben gedacht, du würdest dich mehr um uns kümmern. Warum rufst du nicht täglich an? Warum machst du das nicht? Warum meldest du dich so selten? Und wenn man sich dann mit denen getroffen hat, war es erstens, ja, warum hast du so wenig Zeit? Und Punkt zwei war, da ging es mit, hallo, wie geht's dir? Dann wollte man gerade ansetzen zu erzählen. Und dann kommt sofort, also weißt du, was hier alles passiert ist? Also, es ist alles so schlimm. Mein Leben ist so schrecklich. Und wenn ich mir dann 2 Stunden lang anhören muss, wie schrecklich das Leben ist, und mir dann denke, ja, okay, gut. Kummerkasten kann wieder geschlossen werden und darf wieder nach Hause fahren, ja. Und das bringt halt dann einfach nichts. Also es muss, muss ein Geben und Nehmen sein, es muss gleichermaßen sein. Jeder muss, es ist halt, jeder hat in seinem Leben schwierige Momente und ich muss mich darauf verlassen können, dass meine Freunde dann da sind. Ja. Irgendwie kommt ja keiner dazu. Naja, Doch jetzt. Maskin. Also, Freundschaft beenden ist immer schwierig, aber Na nicht. manchmal ist es das Safe. einzigste, der einzig sinnvolle Weg, um sich selbst gut zu fühlen. Und wir hatten das ja auch in der Familie, das sind also Freundschaften beendet worden, einfach weil die Person, mit der man befreundet war, einen hat schlecht fühlen lassen. Und das ist es, dann ist es keine Freundschaft. Du solltest, also Freunde sollten die Leute sein, bei zu denen du immer gehen kannst und wo du danach weißt, mir geht's gut. Ja. Und die sich auch neben dich setzen und dir einfach, wenn es dir scheiße geht, dir einfach, ich sag mal so hart es klingt, ein Bier rüberschieben und sagen, wenn du reden willst, dann red mal, ansonsten setzen wir uns jetzt hier hin und trinken zusammen ein Bier. Und dann kann man einmal 4 Stunden nebeneinander sitzen und muss gar nicht reden. Oh Gott, jetzt fange ich, und ich komme ins Labern jetzt, ja. Also, Beziehungen beenden Aber ist immer schwierig, aber manchmal geht es manchmal notwendig. manchmal notwendig, um sich selbst auch weiterzuentwickeln und um nicht in so einer, so eine Maschinerie zu geraten. Teufelskreis. Genau, in so einen Teufelskreis, in so eine Maschinerie, dass ich muss das, ich muss jenes, weil ansonsten sind mir meine Freunde sauer. Wenn es wirklich Freunde sind, sind sie dir nicht sauer. Wenn es wirklich Freunde sind, sind sie nicht sauer, wenn du mal keine Zeit hast. Sie sind nicht sauer, wenn du es einfach nicht zeitlich schaffst, wenn du dich vielleicht einmal eine Woche nicht meldest, weil du einfach keine Zeit hast. Nee, und dann warten die auch nicht drauf, dass du anrufst, sondern rufen die dich an und sagen, hey, Fragen, was los ist. genau, was denn du ist, Sie soll ich machen sich dann vorbeikommen? eher Sorgen. Genau, soll ich vorbeikommen? Und ich habe halt auch Freundschaften zu Leuten beendet, die halt immer nur erwartet haben, ohne was zu geben. Ja, und das auch nicht auf die feine Tour, das gebe ich zu. Hallo? Ja, ich bin da. Ach so, okay. Ja, aber ja, Dafür warst du leise geworden. nee, mir tut's um einen Teil dieser Freundschaft leid, um einen anderen Teil aber auch nicht.
So. So, sagst du, wie viele Beziehungen hast du denn schon beendet? Nur nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Bin ich so der Beziehungsmensch. Das sagst du, der vögelt sich einfach wild durch die Gegend und klärt das vorher schon. Nee, aber bin da ein bisschen schüchterner Mensch. Ja, nee. Da kann ich ohne allzu viel dazu sagen, muss ich. Alter, warum ruckelt denn das bei mir so? Hast du vielleicht die Quali zu hoch stehen? Nee, ne? Das ist eher wie das Internet. Es kann auch sein, der Typ hatte einen schlechten Ping, der Killer. Das war vor uns bei den anderen auch schon. Habe ich nicht auf den Ping geachtet. So, machen wir mit der nächsten Frage weiter, liebe. Ja, genau. Also wenn da noch Fragen bestehen zu Beziehungen beenden, ich kann euch da hilfreiche Tricks und Tipps geben, wie ihr das auf so eine richtige Arschlochtour machen könnt. So, Phoenixa, wie lange ist deine Lat letzte? Sagst du was? Du bist weg? Liebe Phoenixa, wie lange ist deine letzte ernsthafte Beziehung her? Meine letzte ernsthafte Beziehung? Wenn man nachdenken muss, ist schon traurig, ne? Das wird mir Nanos gehen. Ich weiß mit wem, aber ich frage mich gerade, wann wir uns getrennt haben. Ist das der, wo ich auch gerade denke? Ja. Scheiße. Wann haben wir uns denn getrennt? Ja, es ist. Bestimmt auch schon über ein Jahr ist es auf jeden Fall schon her. Auf jeden Fall, ja. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, da sagst du, der kennt ihn ja auch, aber es ist auf jeden Fall schon über ein Jahr her. Ja, das ist auf jeden Fall Grund, ja, das ist auf jeden Fall. Wir waren aber über ein Jahr zusammen, also. Ja, länger sogar. Länger? Ja. Ich kann mir sowas immer nicht merken. Ich kann mir zum Beispiel auch keine Jahreszahlen merken oder so, oder Daten. So von wegen so Jahrestag, hahaha. Keine Ahnung, merke ich mir nicht. Muss ich mir aufschreiben. Und Also bei dann. mir ist es auch schon etliche Jahre her, um die Frage mal zu beantworten. Nun klar, nun klar, du Arschloch. So redet Phoenixa mit mir. Ja, weil deine letzte Beziehung schon so lange her ist, deswegen habe ich nur klar, du Arschloch hast. Lass mich doch in Ruhe, ich hab dir doch nichts getan. Warum bringst du denn zu mir? Ich lieg ja schon, da steht doch, sagst du, da im Schrank. Es ist immer dasselbe mit dem Sachsen. Ja, damit die Frage auch beantwortet. Ja. Die nächste Frage, die ist dann machen. Nächste. Ja, ich hänge Ja, jetzt eh jetzt bloß eine halt. Runde rum. Ja, das ist eine sehr emotionale Frage. Mein Großvater ist vor kurzem gestorben und jetzt erwarten alle, dass ich an sein Grab gehe. Ich kann das allerdings irgendwie nicht. Alle glauben nun, dass ich gar nicht traurig wäre, aber das bin ich. Habt ihr jemanden verloren? Wie soll ich damit umgehen? Was soll ich tun? Wie geht ihr mit Trauer um? Muss ich auf den Friedhof gehen, um allen zu zeigen, dass ich wirklich traurig bin? Also, vorab, du musst gar nichts dazu. Ich bin gerade runtergeholt worden, aber du musst überhaupt nichts. Wer trauert, muss gar nichts. Punkt. Jeder Mensch hat einen anderen Ort zu trauern. Ja. Oh, es gibt. Jeder Mensch hat eine andere Art zu trauern. Jeder Mensch hat eine andere Art, mit dem Schmerz umzugehen. Und wer dir vorschreiben will, was du zu tun hast, wenn du traurig bist und wenn du um den geliebten Menschen trauerst, den kannst du die Beziehung auch gleich beenden. Ja? Also das hat dir niemand vorzuschreiben und niemand hat dir zu sagen, was da richtig oder falsch ist. Dafür, so viel erstmal dazu. Also ganz, ich glaube, da sind wir uns ja einig, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Aber Oder? Sagst du? ja, nee, es hat, wie gesagt, es hat jeder Mensch eine andere. Jeder geht mit so einem Verlust anders um. Man kann nur niemandem vorschreiben, wie der Mensch mit dem Verlust umgehen soll. Aua! War voll ins Gefresse. Ja, also da brauchst du dir wirklich überhaupt keine Gedanken machen. Wenn du es nicht schaffst, an das Grab zu gehen, wenn du nicht an das Grab gehen möchtest, dann tu es nicht. Tu es nicht. Und wenn du nicht dafür bereit bist, dann warte einfach, ja. Und
Lass dir da niemanden reinreden. So, jetzt hole ich erstmal den Sachsen. Hinsichtlich der Frage, ob... Ach so, nee, falsche Richtung. Ha, 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 ha. Noch und alle weg von mir. Ja, ich komme. Warte. Ich bin erstmal in die falsche Richtung. Aber der rennt ja mit dem Killer noch rum. Ansonsten, ob wir schon mal jemanden verloren haben, ist die Frage. Sagst du? Ja. Ich halte dich gleich hier. Ja, wir haben tatsächlich auch schon Menschen verloren. Ja. Aua! Ich sag's erstmal, das Pflaster gerissen. Ja, wir haben auch schon, und das ist auch noch gar nicht so lange her. 2015, genau. Und auch wir haben, glaube ich, unterschiedliche Arten gehabt, um damit umzugehen. Wobei wir sehr viel miteinander gesprochen haben, tatsächlich. Was kannst du eigentlich? Wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Wie soll ich damit umgehen? Ja, wie es für dich am besten ist. Es gibt Menschen, die wollen halt nicht wirklich drüber reden. Es gibt Menschen, die müssen drüber reden. Und beiden sollte man die Möglichkeit geben, das zu tun. Also wenn du darüber reden musst, dann tu's. Dann vielleicht auch nicht unbedingt mit denen, die dir reinreden wollen oder die selbst trauern. Ja, so, da kommt. Ja, machen trotzdem noch das Ding auf. Ah, aua! Och, ich bin ja wieder voll ins voll hingelaufen zu denen. Ja, lenk den mal ab, wir holen dabei den anderen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das zweite Tor ist. Aua. Ja, komm, hier ist der Haken. Ach, wir haben ja schon mal. Hau mich schnell! Das ist Tor, der macht gerade auf, ne? Ja. Der macht eine Falle von mir. Ja, wir kommen. So, wollen wir noch weiter auf die Frau reingehen? Da ist er! Scheiße! Boah, scheiße! Das... Ja, kommt aber jemand anderes. Ja, aber ich glaube, der kommt zu euch zurück. Oh, der erste ist raus, ey. Was für ein Assi. Der andere ist gehittert. Haut ab. Der andere wird gerade verfolgt. Oh ne, jetzt kommt der hierher und will mich retten. Hau ab. Hau ab. Ja, mach, hau ab. Ich kämpfe bloß noch und dann lass ich mich sterben. Geht raus. Ja, ich warte auf den anderen. Komm, 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 Junge. Komm, 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 komm. Soll ich dich noch schnell heilen? Nee, ich würde dich auch heilen. Ich wollte dich heilen. Oh, na dann nicht. Toll. ja, ich weiß nicht, ob wir noch auf die Frage... Also wie gesagt, wir haben auch jemanden verloren. Du musst gar nichts, ja. Und du darfst dir auch von niemandem einreden lassen, dass du irgendwas machen sollst, machen musst. Jeder geht damit anders um. Vielleicht als Tipp, nicht nur bei den Leuten, die auch trauern, Hilfe suchen, sondern vielleicht bei engen Freunden und mit denen sprechen, wenn es dir hilft. Was mir zum Beispiel gut getan hat, immer an die schönen Momente. Ja. Hat halt jeder seine andere Art und Weise. Ja. Also, man kann keinen allgemeingültigen Hinweis geben dazu. Ja. Aber du kannst, wenn du möchtest, kannst du auch gern nochmal privat schreiben. Da können wir auch gern privat nochmal drüber schreiben, wenn du das möchtest. Ja, also da... Du weißt ja, wie du mich kontaktieren kannst. Wenn sowas ist. Gut, ich würde denken, damit haben wir die Frage, oder? Ja. Und ich glaube, wir haben eigentlich die Runde, also die Folge beendet.
Ich würde jetzt die Schnellfragerunde noch fix durchziehen, die zwei Ja, die würde Fragen. ich jetzt auch noch durchziehen Und dann gehen wir in die und dann nächste Folge. haben wir nochmal zwei große Themen komplett. Genau. Also Schnellfragerunde. Okay. Sachse, keine Beziehung ohne. Keine Beziehung ohne gemeinsame Zeit. Ui. Oh, Romantiker. Also wirklich, Und seit wann bist denn du so drauf? schon immer. Das ist ja eklig. Keine Beziehung ohne Humor und ohne Lachen. Liebe für Nixer. Sex oder Liebe? Liebe. Beides nur. Liebe zu dritt. Nein, Quatsch. Liebe, natürlich Liebe. Jetzt da rundherum, hä? Nee, ist ein Kraftklub-Insider tatsächlich jetzt gewesen, sag's ja. Ach so. Ja, den hast du wieder nicht geschnallt. Na. Ja, also Liebe und da gehört dann Na klar, die Sex Liebe. dazu irgendwann. Aber Liebe kann man ja für viel mehr Sachen empfinden und viel mehr Menschen als nur, als man Sex. Nee. Ach, ich höre auf zu reden. Ja, du verzwickst dich bloß. Ich wollte jetzt irgendwas schön Philosophisches sagen und hab's völlig versemmelt. Nun gut, Sachse. Dann würde ich sagen, haben wir diese Laberfolge, die Folge 3 der Fragenrunden, abgeschlossen. Haben wir erfolgreich gemeistert. Jo, Mann. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich lade schon mal den Phoenix ein für die nächste. Macht es gut. Macht es besser. Nee, ciao mit O. Tschö mit Ö. Ende Gelände. Macht's gut, Bye tschüss. bye. Bye ohne Ei. Tschö.